Ich sehe nix. Als ob! Du kleine Schlampe! Nein, das akzeptiere ich nicht. Nein, Neustart! Neustart! Blöder Hurensohn! Schon auf Strecke 1 machst du Scheiße, was? Hure! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Wir haben im letzten Part den Triforce Cup gemacht und wurden von einem ganz bestimmten Charakter, Namen sage ich nicht, ist Yoshi, verarscht. Und nun soll's weitergehen. Ich habe den Cup jetzt mal wieder auf 3 Sterne gefahren. Und nun kommt der finale Cup. Werden wir wieder verarscht? Na, mal schauen. Danach kommt, by the way, 200. Sollten diese beiden hier nicht miteinander verknüpft sein, also abwärts verknüpft, weil bis jetzt waren sie es ja, wie ihr seht. Oh, ja, falls dem halt nicht so ist, dann werde ich halt Spiegel offscreen fahren. Also ich brauche eh noch ein paar Coins halt. Vor allem für 10.000 Münzen bekommt man dann das zweite Goldteil. Das dritte Goldteil, Das dritte Gold, das ein Goldteil bekommen, haben wir ja schon durchs Zeitfahren. Das ein anderes Goldteil bekommen wir, wenn wir alle Cups auf 3 Sterne schaffen. Und hier werden 200 wohl mit einprogrammiert sein. Naja, jedenfalls geht's jetzt los. Und da jetzt eigentlich der Glockencup kommt, fahren wir mit unserer Katzen-Peach-Bitch. Ich weiß ja noch nicht, was sind wir denn noch nicht gefahren? Das Teil schaut mega hässlich und komisch aus. Ach, keine Ahnung. Oh, ein geiles weißes GLA-Fahrzeug. Das sieht schon ein bisschen komisch aus, also ja. Dem Bike schaut das noch witziger aus, ey. Ja, keine Ahnung. Sollen wir den Inferno-Quad nehmen? Das schaut so geil aus. Komm, nehmen wir mal das. Gut, in Kombination mit den Knopfrädern und dem Feist... Nee, komm, das. Der Sonnenschirm, damit etwas noch in etwa zu ihr passt. So, wie ihr seht, haben wir ja schon fast alles. So, der Glockencup ist ja eine Katzenglocke, wie man sehen kann. Let's go! Oh, die erste Strecke ist gleich mal scheiße, Mann. Okay, das ist jetzt der zweite Trial. Weil ein verfickter Hurensohn namens Cooper meint, hier Scheiße bauen zu müssen. Erste Strecke Glockencup, 3DS Cooper, Großstadtfieber, ich hasse die Strecke, im Englischen heißt sie Neo Bowser City, let's go. Und so dieser kleine scheiß Cooper, wenn er jetzt mitfährt, ich bring seine scheiß hässliche Fresse um. Da vorne. Deine Mutter wird sowas jetzt verrecken, du kleiner Bastard. Ich schneide euch den Betrug einfach an den Anfang des Parts, weil das war Beschiss. Blöder Wichser, Alter. Cooper-Nutte. Weißt du, wie nervig es ist, wenn ich einen Cup wiederholen muss, weil irgendein Schlampen-CPU meint, hier cool sein zu müssen, krieg auf Platz 2 einen Pilz. Toll. Ja, fick dich, du Wichser. Machst du auch noch Ärger. Das kotzt an, Mann. Gib mir was Geiles, um ihn zu bumsen. Das ist nichts Geiles. Und auch wieder eine Münze. Ihr dummen Fuck-CPUs, ey. Ihr fuckt mich richtig ab. Ich halt einfach besser die Schnauze. Sonst sag ich noch was Ungewolltes. Du bist so ein kleiner Wichser. Jetzt komm her. Komm her. Sofort. Wie schmeckt dir das, Bitch? Ach, das warst nicht du. Hit that Bitch. Boss Kurt, warum fickt mich eigentlich gerade jeder, ne? Das war vor allem... Ich halt einfach die Schnauze. Halt einfach die Schnauze und fahre diesen Scheiß jetzt. Danach geht's in den 200er Hubraum. Leck mich doch am Arsch, Alter. Ich wünsche mir einen Scheiß ohne Items, ne? Spaß eigentlich. Oh, jetzt ist der Cooper 5. oder 6. Wie schön für dich, Arschloch. Warum schmeißt du? For real? Scheiß Bewohnerin, wenn du irgendwas machst, ne?
Du verhurte Fotze! Warum sind die Wichs-CPUs auch immer so krass, ey? Am Anfang des Let's Plays dachte ich so, ja, null. Oh mein Gott, was war denn das gerade? Schlampe! Oh mein Gott! Ich benutze Ausdrücke, die nicht von dieser Welt sind, glaube ich. Alter. Das war scheiße. Jetzt wisst ihr genau, warum ich die Strecke hasse. Weil diese Wichs-CPUs und alles mich hier abfuckt. In 200 CCM wird mich diese Strecke in den Anus ficken. Nee, was laber ich da für eine Scheiße? Ich sag's Leute, diese Strecke ist scheiße. Ich werde diese Strecke niemals mögen und hoffe, dass Nintendo diese Strecke nicht noch einmal remaken wird. Theoretisch haben sie es ja, weil Mario Kart 8 Deluxe. Aber es heißt eben nur das Deluxe dahinter. Glockencup Game von dem Game Boy Advance, die Partystraße von Mario Kart 8 Super Circuit. Mario Kart 8 Super Circuit, genau. Was laber ich da? By the way, ist eigentlich ziemlich krass, so Mario Kart 8 Super Circuit. Aber die Strecke ist im Vergleich zu der anderen geiler. Aber in fast jedem Cup gibt es geile Strecken und auch irgendeine Hassstrecke. Das ist wieder immer so. Also ich entschuldige mich wie immer für diese krassen Ausdrücke. Aber come on, das fuckt mich halt ab, wenn ein scheiß CPU auf einmal skillt. Ich hatte nie wirklich einen Anspruch und jetzt meinen sie auf einmal, ja, jetzt er wiegt sich in Sicherheit und bumsen wie ein Hart. Hier gibt es, by the way, zwei. Ah, oh, nein, 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 komm, yes! Es gibt nämlich zwei Abkürzungen, die zweite haben wir gerade geschafft. Nur wir haben gerade kein Item mitgenommen. Ist eigentlich so schlimm, aber wäre halt schon cooler mit Item. Die erste Abkürzung ist, by the way, einfacher. Alter, dieses scheiß verfickte Item regt mich jetzt schon auf. Schon seit langem eigentlich. Weil die Münze, guck mal, du hast 10 Münzen und bräuchtest eigentlich ein Item, was dir den Hintern covert. Wortwörtlich den Arsch. Und was ist, du kriegst Scheiße. Oh, das war wieder unser guter Freund, der Starripanzer. Ja, ich wollte hier tricksen. Du kleine Schlampe, blöder Bastard! Scheiß Bewohnerin, komm her. Oh, sieh mal! Rache! Bitch! Kleine Nutte, ey! Ich hab voll Münzen verloren. Ich muss dringend jetzt wieder meine Münzen auftanken. Das ist mal wieder der Part der Rages, Alter. Das ist Mario Kart. Das ist einfach Mario Kart. Der Singleplayer fuckt genauso ab wie der Online-Modus. Original. Oh. Abkürzung fahren versuche ich jetzt nicht. Das ist mir zu bunt. Ey, Tanuki-Fotze, take that. Nein, dann eben das. Das scheiß Alter, kotzt mich an. Ich bin Erster, aber kann ich mich über diesen Scheiß-Part jetzt schon freuen? Nein. Ganz ehrlich, ich rage zu viel, wirklich. Es tut mir leid für diese ganzen krassen Rages. Aber was kann ich dafür, wenn mich dieses Spiel immer so hart nagelt? Das ist mir scheiße. Peinlich, doch ich kann nichts dafür. Weiter geht's. Ich versuche natürlich in den kommenden Parts nicht mehr so krass zu ragen, beziehungsweise sollte es Rages kommen, keine so harten Beleidigungen. Aber Leute, ihr müsst das Spiel selber mal spielen, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Das raged einfach. Oh, fuck. Okay, die nächste Strecke, Marios Metro, ist... Eigentlich, anfangs habe ich gedacht, dass die Strecke scheiße ist, weil es sind so viele
Züge. Ich mag Züge. Aber, das muss natürlich sein. Aber ich finde die Strecke eigentlich sogar ziemlich geil. Ist gut, Peach, du brauchst dieses Katzenkraulen links halt nicht machen. Wow. Ho, Peach. Ah. Eine Münze, schon wieder. Dieses gottverdammte Item. Weißt du was? Demnächst im nächsten Part mal einen Münzen-Counter, den ich dann im ganzen Video einblende. Und zwar werde ich dann auf jeden Fall, ich will zählen, wie viele Münzen ich bekomme. Also Münz-Items, versteht sich. Und wenn es über 10 sind, über 10 Münz-Items in einem Part, gebe ich jedem Abonnent einen Döner aus. 250 mal 100, das könnt ihr euch selber mal ausrechnen. 250 Euro, Digga. Ja, Mann, da könnt ihr euch auf einen Döner freuen. Ich wusste das. Nice, der ist abgeprallt. Ich habe jetzt eine super Hupe. Original Recipe. Okay, weiter geht's. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das war so eine Art Anti-Rage-Methode. Oder Anti-Rage-Methode. Funktioniert doch, oder? Macht einfach so ein Schnurgeräusch, lol. War doch eine chilligere Runde, oder? Hoffe ich für das letzte Rennen genauso geil, denn das letzte Rennen findet auf einer eigentlich nicen Strecke statt. Die zweite F-Zero-Strecke, um genau zu sein. Das ist aber auch nochmal eine Abschnittsstrecke. Der Big Blue. Ba, ba, ba. Let's go. Come on, Lucky, du sag an. Ba, ba, da. Leck, mehr Morsch. Scheiß, Tanuki Mario. Ich bring dich um oder auch nicht. Oh mein Gott. Der Penner hat aber auch immer sowas, ne? Hier, verzieh dich. Ah, nein! Was war das für eine Scheiße? Hab ich nicht mehr alle im Kopf? Ich bin doch einfach nur stupid. Wieder dieses scheiß Item. Oh, das ist geil. Jetzt kann ich euch gleich mal auch eine nice Abkürzung zeigen.
Obwohl, ich habe im Zeitfahren rausgefunden, dass das nicht so ganz eine Abkürzung ist. Und zwar... Hopp! Fotzenkind. Immer von mir, ne? Nein, 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 gib mir was zum Covern. Nice. Bitteschön. Verstrickung halt. Shit, Mann. Immer im richtigen Moment, ne? Komm, 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 komm. Ich dachte, dass die Red Shirt mich treffen. Was Geiles. Du Hure, wenn jetzt irgendwas kommt! Fahr! 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 Ah, ich kann ja nicht mal singen. Also, liebe Entwickler, leckt mich mit diesem scheiß blöden Münz-Item. Es hätte locker irgendwas kommen können. Eine rote oder ein Stachi hätte mir die Show versaut. Auch du, Tanuki Mario, verpiss dich! Das ist mein Podest und nicht deiner. Du kannst ihn dir mit Bowser teilen, Vollidiot. Warum, Mann? Ich habe 10 Münzen. Okay, nicht unbedingt gehabt. Was will ich mit einer Münze, Digga? Was brauche ich? Warum brauche ich die? Ich brauche eine Banane. Oder eine Green Shell. Oder noch geiler, eine Hupe. Aber nein, ich krieg dieses scheiß runde Münzding. Davon habe ich eine Menge in 2 bis 5 verschiedenen Farben in meinem fucking Portemonnaie. In Form von Kleingeld. Wozu brauche ich so eine scheiß Münze, Digga? Ich will das nicht nochmal haben, dass ich so krass verarscht werde. Liebe Entwickler, mach dieses Scheiß-Item weg, ey, das ist unnötig. Das ist doch beschiss gewesen. Ich musste fast heulen wegen dem Scheiß. War nur Spaß. Ich höre schon auf. Jedenfalls, Leute, es ist schon wieder so ein krasser Part gewesen. Ich überlege sogar wirklich, vielleicht den Part nochmal aufzunehmen, weil das ist katastrophal gewesen heute. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich werde dafür 3 Folgen heute hochladen von Mario Kart 8 Deluxe oder 4. Nachdem, wie es bei euch... Mario Kart 8 Deluxe kommt ja bei euch ja gut an. Trotzdem hoffe ich, dass euch dieser Part unterhalten konnte. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und im nächsten Part geht's weiter. Mit dem 200er sogar. Kommt nicht jetzt sogar schon die Credits? Ja, tatsächlich. Aber ich will sie erstmal überspringen. Geht das? Nö. Okay, dann würde ich mal sagen, während ihr hier noch ein bisschen die Credits guckt, verabschiede ich mich für diesen Part. Und im nächsten Part von Mario Kart 8 Deluxe geht es los mit dem 200er Hubraum. Die Credits werden wir uns dann halt am Ende am Ende des Let's Plays angucken. Bis dann erstmal, Leute, und ciao. Kann man die Scheiße nicht beenden? Nö. Bis zum nächsten Mal.